Endlich. Ach, funktioniert wieder. So. Intro. Also zur Handlung. Es gibt eine Stadt, die heißt Metropolis. Da gibt es einmal die Oberschicht, die wohnt auch über der Erde. Und es gibt die Unterschicht, die Arbeiter, die leben auch unter der Erde. Und da gibt es jetzt einen... Ja, den Hauptprotagonisten, der heißt Freda, das ist der Sohn des Bürgermeisters. Dieser Bürgermeister hat die ganze Stadt aufgebaut und ja, finanziert und so weiter. Und dieser Freda sieht nun eine wunderhübsche Frau, Maria, und weiß, dass die halt unter der Erde arbeitet, bei den Arbeitern. Deswegen folgt er ihr in, ja, unter die Erde. Da sieht er dann die schlechten Arbeitsbedingungen und wird dann auch selber zum Arbeiter, also springt für die ein. Gleichzeitig gibt es in dieser Arbeiterschicht eine, ja, religiöse Bewegung oder Strömung, die auch von dieser Maria angeführt wird. Und zwar, die suchen sozusagen einen Vermittler zwischen der Ober- und der Unterschicht, dass die halt alle irgendwie miteinander kommunizieren können. Und ja, dieser Freda denkt halt, er wäre dieser Mittler, aber naja, auf jeden Fall sein Vater, dieser Jo Fredersen, der erfährt von dieser Strömung und will das natürlich irgendwie verhindern, weil dadurch ist natürlich sein ganzes System in Gefahr. Und deswegen wendet er sich an den schlauesten Erfinder von Metropolis, und zwar Rotwang. Und das ist aber auch gleichzeitig ein alter, ja, Rivale von ihm, weil sie standen mal auf dieselbe Frau und, naja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Fredersen schlägt Rotwang dann einen Plan vor, wie er diese Strömung aufhalten kann, und Fredersen entwirft dann einen komplizierten Plan, wie er das schafft, aber dabei hintergeht er Fredersen auch noch, und wie das Ganze dann aussieht, seht ihr am besten selbst. So, ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht zu dem Film, da gibt es nämlich einiges zu sagen. Erstmal, Metropolis war der erste Film, der zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Das ist ja was ganz Besonderes, vor allem wenn man bedenkt, dass es ein deutscher Film ist. Ja, dann noch ein paar witzige Zahlen. Insgesamt haben 40.000 Komparsen in diesem Spiel mitgespielt, 25.000 männliche, 11.000 weibliche, 1.100 mit Glatze, 750 Kinder, 100 Dunkelhäutige und 25 Asiaten. Wobei, die Asiaten haben wir irgendwie nicht gesehen, beide, faszinierenderweise. Metropolis hat auf jeden Fall einen ungemeinen Einfluss gehabt. Wenn man sich zum Beispiel Rotwang anguckt, der ist das Paradebeispiel für einen verrückten Professor. Es wurde auch mal irgendwo gesagt, dass zum Beispiel Doc Brown aus Zurück in die Zukunft an Rotwang angelehnt war. Genauso der Maschinenmensch, der in Metropolis vorkommt, der fast auch auf jedem DVD-Cover drauf ist, war eine Inspiration für C-3PO aus Star Wars. Metropolis hatte einen unglaublichen Einfluss auf alle weiteren Filme, vor allen Dingen auf Science Fiction. Man muss sich überlegen, der Film ist aus dem Jahr 1927, hat umgerechnet, wenn man es auf die Inflation anwendet und sowas, 200 Millionen Dollar gekostet. Ist also einer der teuersten Filme, kann man sagen. Und der hatte auch in Deutschland einen ungemeinen Einfluss. Fritz Lang, der Regisseur des Films, ist Jude. Und er sollte von Goebbels ursprünglicherweise auch zum Ehrenarier ernannt werden, nur damit er irgendwie als Filmfuzzi im Dritten Reich agieren kann. Also selbst da hatte er einen Einfluss. Aber auch aus diesem Grund, vor allen Dingen, weil die Nazis den Film auch gut fanden, kam er oft in die Kritik. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Denn eigentlich bildet er eine ganz klare Kritik, zwar am Kapitalismus, auch am Kommunismus, und hat eine wunderbare Botschaft, die sehr, sehr friedlich ist. Der ganze Film ist praktisch auf den Frieden ausgerichtet, würden wir beide mal so sagen. Und ja, wie ich schon sagte, der Film hat unglaublichen Einfluss gehabt auf alle Zeiten, auf alle weiteren Filme. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Fassung, die wir im Kino gesehen haben, jetzt praktisch die
beinahe ganze Fassung ist. Beinahe. Richtig. Das heißt 2,5 Stunden Filmlänge. Ursprünglich war es so, dass der Film in Gänze aufgeführt wurde in Deutschland, die Premiere. Aber das viel zu lang war für das Publikum. Also man muss sich ja vorstellen, 1927, da waren Filme noch nicht so ganz etabliert. Und gerade weil es ja auch Stummfilme sind und sowas, ist es ein bisschen was anderes, wenn man da 2,5 Stunden im Kino wirklich sitzt. Beziehungsweise dann in der damaligen Zeit noch ein bisschen länger, weil der Film halt noch ein Stück länger war. Aber der Film wurde dann gekürzt, praktisch, weil er nicht so gut ankam. Und es gab dann nur noch diese gekürzte Fassung. Die wirklich vollständige Fassung ist verloren gegangen für ganz lange Zeit. Es gab unendlich viele Versuche, diese wiederherzustellen. Und 2008 war es meiner, wenn ich mich richtig erinnere, da haben sie in Buenos Aires eine fast vollständige Filmrolle gefunden, haben die restauriert und dann praktisch wieder zu einem ganzen Film zusammengefügt mit verschiedenen Kopien, die sie da hatten. Ja, und diese Version haben wir im Kino gesehen. Ja, mein Fazit. Also ich muss sagen, mir hat der Film sehr gefallen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und dann auch direkt im Kino. Also es war einfach doch irgendwie bombastisch, weil teilweise habe ich mich echt gefragt, wie die diese Effekte 1927 hingekriegt haben. Was mich, also allein schon die ersten 15 Minuten, sage ich mal, wo einfach riesige Bühnenbilder aufgebaut waren, die einfach heute direkt mit Bluescreen gemacht werden würden. Also ich fand es einfach ziemlich beeindruckend, einfach weil da so ein riesen Aufwand drum betrieben wurde, dann, wie auch schon gesagt wurde, 40.000 Komparsen da wirklich dauernd eben durch die Gegend rennen, irgendwelche Massenbewegungen sind und so. Also das ganze Bild an sich ist schon mal sehr bombastisch. Ja gut, die Story ist jetzt ein bisschen flach an sich. Es ist zwar eine vielschichtige Story mit vielen auch Nebenhandlungen und so weiter, aber die Charaktere haben mich irgendwie nicht ganz überzeugt, weil die einfach so ein bisschen, ja, wenig Entwicklung, sag ich mal, durchgemacht haben. Ich muss sagen, das war auch, glaube ich, der erste Stummfilm, den ich bisher gesehen habe, und ich fand, mir hat die Sprache irgendwie nicht gefehlt, weil es wurde wenig alten Text eingeblendet, aber das, was jetzt eingeblendet wurde, hat vollkommen gereicht, um die Story an sich zu verstehen, und ich finde, mehr hätte man es auch nicht gebraucht. Also es war an sich, gerade für die Zeit und auch wenn man es jetzt nochmal betrachtet, ein riesiges Projekt. Der Film ist auch super geworden und es sind einfach schon so Sachen, dass man merkt, dass man so Parallelen sieht zu neueren Filmen, dass die einfach da abgeguckt haben, wie ja, C3PO oder ein Professor oder auch diesen ganzen Maschinenmensch halt, der auch übrigens sehr gut dargestellt ist, wie ich finde. Also einfach dieses, ja, Metallding, also ist schon ziemlich beeindruckend, das Ganze. Insgesamt, wenn man es jetzt auch auf den historischen Kontext bezieht und so weiter, kriegt der Film von mir 6 von 7 Punkten, weil er einfach, ja, episch ist. So, zum Fazit. Also, der Film ist wirklich, wirklich wichtig und auch interessant. Vor allem, wenn man sich den historischen Kontext anguckt und was für einen Einfluss der dann auf die Filmgeschichte hat und auch auf die weitere Geschichte überhaupt. Ja, man könnte schon fast sagen, der Menschheit. Also zumindest der Kultur, würde ich auf jeden Fall sagen. Man muss sich überlegen, es ist ein Stummfilm, aber es gibt natürlich Musik. Fast die ganze Zeit gibt es Musik und diese Musik ist wirklich klasse. Also der Komponist hat sich da super Mühe gegeben und ja, der könnte mit heutigen Filmen definitiv konkurrieren. Trotzdem kommt der Film nicht ganz so gut bei mir weg. Wie ich schon sagte, er ist unglaublich wichtig und auch interessant. Aber er ist nicht unterhaltsam, finde ich. Vor allem aus unserer heutigen Perspektive. Wie der Manny schon sagte, die Charaktere machen keine Entwicklung durch, sind unglaublich stereotypisch. Er hat unglaubliche Längen, natürlich dadurch, dass es alles Stummfilm ist, machen die unglaublich große Gesten, es ist theatralisch. Und oft wird auch eine Bewegung mehrmals wiederholt, damit man die wirklich deutlich sieht. Das hat mich persönlich gestört einfach, weil ich auch der Meinung bin, dass einmal etwas gereicht hätte. Aus der damaligen Zeit kann ich das schlecht natürlich beurteilen. Die Menschen waren vielleicht nicht so an Filme gewöhnt und sowas, da war das alles was ganz anderes. Aus unserer heutigen Perspektive ist es was Ungewohntes, sagen wir es mal so. Ich habe ja bei meinen Kriterien gesagt, dass ich Filme unterhaltsam finden muss, damit ich sie auch öfter sehen kann. Dieser Film ist nicht unterhaltsam, sondern nur interessant. Und deswegen bekommt er bei mir auch eine 4 von 7 Punkten. Ich bereue es nicht, ihn zu sehen, aber ich würde es wahrscheinlich auch nicht zur Unterhaltung nochmal tun.
höchstens irgendwie für andere Dinge.